sehr wohl zurück bei Let's Play Resident Evil 3, den Remake. Ja, wir haben in der letzten Folge die Sicherungen gesammelt, um zum Nikolai zu kommen. Und hello. Warum vertraue ich denen da unten nicht? Ja, Explosivgranaten haben wir noch ein bisschen. Dann können wir uns noch welche machen. Ja, als ob ich es nicht gewusst hätte. Oh. Wird das ein bisschen weniger berührt, hä? Oh. Als ob die gar nicht berührt. Was war das gerade? Oh, wow, 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 wow. Das hat dich gar nicht berührt. Wie schauen denn wir aus? Noch immer Warnung, na Gott sei Dank. Ja. Bitte fragt mich nicht, warum man das so komisch anordnet. So, dann haben wir hier die Sicherungen. Sicherung 1 und Sicherung 2. Und wir haben einen neuen Auftrag. Nikolai, verfolgen. Ja. Naja. Was hat er hier drin gemacht? Okay. Es gibt kein Zurück mehr. Shit, die hätten wir vielleicht ein bisschen mehr Heilung mitnehmen sollen. Ja, gute Frage. Was hat er hier gemacht? Oh, okay. Das musst du mal wissen. Jetzt haben wir hier langer Lauf für den Magnum. Cool. Dass wir den noch aufwerten können. Würde ich aber noch nicht benutzen dabei. Was macht der? Spezialzubehör für die 44 AE Lightning Hawk. Mindert den Rückstoß und beschleunigt die Geschosse, was den Schaden erhöht. Wow. Mit anderen Worten, sie wird noch stärker. Nö. Ich glaube, da, ja, da. Unfertiger Bericht. 26.09.13 Uhr. RRC infiltriert. Ah, Recon City infiltriert. Sporadische Unruhen. Beginn der Mission. 19.30 Uhr. 5 RPD-Polizisten gegen ein Pack von 20 beobachtet. Polizisten in 20 Minuten dezimiert. 27.09.12 Uhr. Testlauf an der Universität. Pack inklusive Hunde zum Campus umgeleitet. 64% Infektion und Verwandlung in 2 Stunden. Keine Überlebenden. 23. Erfolgreiches Treffen mit der MV-Kolonne. Werde erste Versuche bei Dämmerung starten. Ah, er notiert alles. Er macht da mit. 28.09.4:30 Uhr. Pack, was heißt Pack eigentlich? Im Gefechtsstand umgeleitet. Ergebnis: nächtliches Gefecht im geschlossenen Bereich mit großer Anzahl Kämpfer. Video beigehängt. 8 Uhr. Ende des Gefechts. 7 Überlebende. Wow. 18 Uhr. Unbekannte Biowaffe wurde am Punkt D18 eingesetzt. Verfolge sie wie befohlen. Sie scheint auf der Jagd zu sein. Oh ja, das ist also Nemesis. 20 Uhr. Beobachte 2 Stars. Ein Mann infiziert und eine Frau. Die Biowaffe verfolgt die Frau. Ja. 0 Uhr am 29.09. Die Frau Jill Valentine hat Kontakt zur MV-Kolonne aufgenommen. Verhalten und Aussehen der Biowaffe entsprechen der vom Projekt N, Nemesis. Untersuche weiter. 4 Uhr.
Abe beobachtet, wie die Biowaffe konventionelle Waffen nutzt. Sie scheint stark fixiert auf die Terminierung von Jill Valentine, kennt den Aufbau der Stadt. 7 Uhr. Metamorphose in der Biowaffe durch Kampf gegen Jill Valentine ausgelöst. Video angehängt. Jill Valentine wurde infiziert und ist bewusstlos, aber wie befohlen Proben gesammelt. 30.09. 0.30 Uhr. Mehr als 17 Stunden sind verstrichen, seit Jill Valentine dem Virus ausgesetzt war. Sie verwandelt sich nur langsam, was nahelegt, dass sie resistent ist. 4 Uhr. Impfstoff wurde von einem Soldaten der MV-Kolonne Alas Oliveira an sich gebracht und Jill Valentine verabreicht. Erwartet, Jill Valentine wird 20 Stunden nach Verabreichung wieder kampfbereit sein. Die Biowaffe scheint eindeutig Projekt Nemesis zu sein. Kontakt zu Jill Valentine lässt sie sich verändern und entwickeln, werde weitere Begegnungen anregen, präzise Daten zu erhalten. Na toll! Danke! Jill! Tyrell! Hab sie erreicht! Sie geben uns eine Chance! Oh, er ist infiziert. Sie stoppen den Angriff, wenn... Und das ist ein verdammt großes Wenn... Wir ihnen den Impfstoff liefern. Bevor sie starten. Wie viel Zeit bleibt uns? Stunden, vielleicht. Dann lass uns keine Sekunde verschwenden. Hier lang! Mit Tyrell mitgehen, na das freut mich, dass wir einen zweiten endlich haben. Doch für wie lange? Ich glaube, er macht sich lange. Der Impfstoff ist weiter vorn! Aber danke, dass du den Code kennst. Okay, ich kann nicht laufen. Hallo? Hey, will der folgen. Sicher, du willst nicht anhalten? Anhalten? Wofür? Ich schaff das schon. Okay, erledigen wir das. Wir schauen beide recht lediert aus. Nicht ernst. Hofft, oder? Oh. Oh. Der hat sicher Kopfschmerzen. Den Impfstoff bekommen. Okay, Tyrell ist tot. Nemesis ist weiterhin auf der Jagd. Das hat er ja angekündigt. Dass er die Zusammenführung zwischen uns und Nemesis weitermachen will, dieser depperte Nikolai. Gut, wir sind einmal desinfiziert. Was rennt denn da entlang? Hey, hello, Digga! Oh shit, da muss ich sicher noch. Naja, garantiert da schon. Ja, da muss ich sicher noch eine. Okay, klingt sehr metallisch. Oh, da guck mal einer schon. Ja, da guck mal einer schon. Gleich wieder ein Speicherraum, gleich eine Akte. Ah, Nest 2. Währenddessen sind ja wohl Leon und Claire in Nest irgendwas unterwegs. Sagen wir mal Nest 1. Okay. An alle Nest 2 Mitarbeiter. Die Ziele dieser T-Virus-Forschungseinrichtung unterscheiden sich von denen der Nest-Haupteinrichtung.
Wir konzentrieren uns hier auf reale Einsatzfälle, die bei der Entwicklung neuer Biowaffen auftreten. Beispielsweise die Erforderlichkeit eines T-Virus-Impfstoffs oder auch neue Waffensysteme mit der Fähigkeit, Biowaffen unter Kontrolle zu bringen. Da habe ich jetzt noch kein einziger gesehen. Einige Aspekte unserer Arbeit hier können gefährlich sein. Daher ist es unerlässlich, dass alle Mitarbeiter die Arbeitsplatzvorschriften mit äußerster Sorgfalt einhalten. Insbesondere wird der unerlaubte Zutritt von den nicht genehmigten Besuchern oder die Entfernung von arbeitsbezogenen Daten oder Materialien mit strengen Disziplinarmaßnahmen bestraft. Es ist eine große Ehre, Teil einer der besten Forschungsorganisationen der Welt zu sein. Halten Sie sich das immer vor Augen und folgen Sie die Vorschriften, während wir neue revolutionäre Technologien entwickeln. Karte des... eine Karte! Wunderbar! Gerade groß, aber dafür... viel Stockwerke! Oh shit! Wenn ich mir das anschaue, ist da sicher irgendwo ein Endkampf. Was ist das? Oh shit! Oh, grüß Gott! Dankeschön! Boah, ich glaube, das Kind muss sich schon bald wieder eine Heilung herstellen. Grünes Kraut kommt mal weg. Säure kalte ich mir noch. Da Schießpulver lagen wir auch einmal weg. Damit da auffälligen. Okay. Gucken wir mal. Da geht's rauf. Doch ist alles ruhig, hier geht's nicht weiter. Da geht's weiter. Das wollte ich eigentlich nicht, dass die Tür aufgeht. Okay, da kann auch nichts. Ja. Ich glaube, hier müssen wir mal ein bisschen... sind die alle tot? Schaut jedenfalls da einmal gerade noch aus. Dann schauen wir sich hier ein bisschen um, denn ich sehe da gleich ein bisschen noch mehr. Oh, da können wir sich dann noch entweder Flintenmunition oder Magnum-Munition herstellen. Müssen wir auf jeden Fall schauen. Oh, Pistolenmunition, nice. Hier ist sonst noch was? Nein? Legen Sie zum Start der Impfstoffsynthese die Rohstoffe in die Kammer. Oh nö, wir müssen den erst... Ich muss ihn selbst herstellen? Okay, muss rausfinden wie. Und das steht wahrscheinlich auf diesem Zettel. Das finde ich aber blöd. Vorhin, wer da gesagt hat, es liegt zu viel herunten im Keller, also... Essay zur Impfstoffsynthese. Über die Rolle von Antigenen und Adjuvantien in der Impfstoffsynthese. Dr. Nathaniel Bard, leitender Forscher Spencer Memorial Hospital. Für die effektivste Synthese eines Impfstoffes sind sowohl ein Antigen und ein Adjuvans erforderlich. Das Antigen produziert eine Immunreaktion, während das Adjuvans die Wirkung solcher Reaktionen verstärkt, was zu einer erhöhten Antikörperproduktion führt, indem man Proben dieser beiden Stoffe kombiniert, kann man eine potente Impfstoffbasis herstellen. Indem man diese Impfstoffbasis mit unserer eigenen Verarbeitungsanlage aufbereitet, kann eine größere Menge Impfstoff erstaunlich leicht hergestellt werden. Darüber hinaus führt die Verwendung meiner neuesten Antigen- und Adjuvanzprobe zu beispiellosen Raten der Antikörperproduktion. Sie wird eine mehr als 1000-fache höhere Antikörperproduktion als durch traditionelle Stoffe erreicht. Dadurch ist die Arznei nicht nur ein effektiver Impfstoff, sondern kann womöglich auch dazu eingesetzt werden, bestehende Infektionen zu beseitigen. Ja, was wir jetzt wissen.
Nur, das heißt, ich muss zwei verschiedene Proben finden. Ist das richtig? Oh. Sicherheitsschlüssel erfolgreich erstellt. Was haben wir denn hier? Oh. Sicherheitsschlüssel entfernt. Ein USB-Stickchen. Schönes Ding. Hier. Nö, oder? Boah, das schaut aus wie solche Mr. X-Figuren, also wie ein paar Huthaine-Figuren und das sind Hunter. Boah, ich brauch unbedingt Säuregranaten. So, haben wir da noch irgendwas? Nur eigentlich. Nach lang? Ah ja, da. Es freut mich unheimlich. Ah, du lebst, hä? Wie kann das sein? Boah, das brauchen wir mal ein erste Hilfe-Spray. Bleib schön liegen. Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Ich konnte. Oh, die. Wollten die jetzt mehr aus oder was? Oder. Was denn das für ein Schuss? Ah, oh, ich bin ja auch ein Vogel. Ich kann ja. Bleib schön liegen. Ich kann ja mit der auch dreifach schießen. Warum mache ich das eigentlich nie? Ah, na super, ein Heilmittel komplett verschwendet. Aufgrund eines Ausnahmezustands ist eine teilweise Abriegelung in Kraft. Mitarbeiter. Schieß dir in den Arsch! Bleib liegen, Mann. Okay, was haben wir hier? Isaac Graves Tagebuch. Die Bezahlung war üppig, die Zusatzleistungen gut. Und am wichtigsten, sie versprachen mir, dass ich einen Beitrag zur modernsten medizinischer Forschung leisten würde. Für einen Universitätslehrenden aus nirgendwo Amerika war das eine unglaubliche Chance. Wie ein Gewinn im Lotto. Also nahm ich an, überzeugte meine Familie und wir sind hier nach Raccoon City gezogen. Nun im Nachhinein weiß man es aber besser. Dieses Labor ist eine Hölle, Höhle von Monstern, die grausam und barbarische Experimente mit dem einzigen Zweck durchführen, menschliches Leben in der abscheulichsten Weise wie möglich zu nehmen. Es ist krank. Die Welt muss davon erfahren. Aber jedes Mal, wenn ich mir genug Mut ansammle, Arm zu schlagen, muss ich an Penny Casey denken. Kriege dann sofort kalte Füße. Umbrella hat diese Stadt in der Tasche. Es gab da diesen Typen, den sie dabei ertappten, wie er Firmengeheimnisse nach draußen schmuggelte. Sie haben ihn regelrecht an die Betas verfüttert. Verfüttert! Ich habe alles mit angesehen. Ich habe meine Frau und Tochter damit reingezogen. Ich muss nur meinen Job machen. Nur machen, was sie mir sagen, ihretwillen. Aber dies soll ein Beleg dafür sein, dass ich ein Gewissen habe und dass ich meine Lektion gelernt habe. Ja. Hast du mir was Schönes da geleistet? Na, das ist ja schön. War da nicht gerade noch was? Das war's. Wegen dem bisschen Flintenmunition habe ich eine komplette Heilung drauf gelassen. Ja. Ah, alles Schöne. Okay. Na dann. Was können wir ablegen einmal? Flintenmunition habe ich. Das kann ich mal ablegen. Wenn wir ihn noch brauchen, die Granaten lege ich auf keinen Fall ab.
Gut. Das haben wir. Da muss ich nochmal rein. Da komme ich noch nicht rein. Ah, da komme ich jetzt rein. Da muss ich. Okay. Können liegen bleiben. Benutzen. Sperre aufgehoben. Das freut mich ja wirklich sehr. Ja, wer steht denn da? Hallo, mein Digga. Was habe ich? Ich muss unbedingt noch. Ich habe was Entscheidendes vergessen mitzunehmen. Ich habe kein einziges Heilmittel mit. Wie geht's denn mir? Mit mir stimmt was nicht. Okay. Da hinten liegt doch noch was. Okay, das ist nix. Diese Typen. Oh, da kommt noch einer. Bleib mir schön entfernt. Oh, die holten aber was. Geh weg. Oh, hol noch die Waldfee. Eher sogar noch wen. Da unten. Bleibt da liegen. Der erholt sich irgendwie wieder. Wisst ihr, was mit der gerade erinnert? An Resi 4, an die Regeneratores. Das war der da. Dann noch einer. War doch noch einer, oder? Da ist er. Okay, beim nächsten Besuch von der Box. Der kommt jetzt sicher. Bitte Dokan. Ja, wo ist er denn? Ja, was ist mein Dicker? Okay, der hat noch ein bisschen Probleme, glaube ich, mit der Zielfindung. Und da ist er schon. Alter Maria. Double Philipp. Kann das sein, dass der ein bisschen nervig ist? Ich will nicht zu viel Munition an dem verschwenden. So wäre er irgendwo da umeinander geistert. Andererseits so beschiss, dass der. Ja, da kommt der schon. Komm her! Der sagt, der muss doch. Ja, Gott sei Dank. Er hat aber ordentlich eingesteckt. Okay, ich glaube, wir können uns noch eine Menge Flintenmunition machen. Huit, holla die Waldfee. Ja, Ja, na, da kommst du. Kommst du?
Kommst du? Nicht mit mir? Mensch, Schnucki. Hallo? Oh, hallo? Ah, oh, schön, nice. Hat mir zwar nicht so viel geholfen. Braucht dann. Ich hör da wieder an. Kann das sein? Da kraxelt irgendwo einer umeinander. Ich befürchte leider. Diese hintere Tür. Bitte um Waffengenehmigung. Sehr geehrter Dr. Emerson, ich möchte Sie offiziell darum bitten, die Waffen, die normalerweise dem Biosynthese-Team vorbehalten sind, auch den Mitarbeitern zugänglich zu machen, die mit der Aufnahme und Verabschiedung von Testpersonen beauftragt wurden. Diese Testpersonen sind zwar nicht so gefährlich wie unsere Biowaffenprodukte, aber ich glaube, dass diese Waffengenehmigung ratsam ist, wie unten erläutert. In letzter Zeit haben einige Testpersonen eine neue Mutation entwickelt, die sie mit sehr hohen Regenerationsfähigkeiten ausstattet. Unser Team nennt diese Exemplare Paleheads. Okay. Ihr Vorkommen ist regelmäßig, aber der spezifische Grund dafür muss noch gefunden werden. Durch die erstaunliche Regenerierungsrate dieser Paleheads ist es schwierig, sie mit herkömmlichen Waffen zu töten. Es geht. Im Falle eines Systemausfalls der Anlage wäre unser Waffenarsenal für die Verteidigung nicht ausreichend. Aus diesem Grund bitte ich darum, alle Mitarbeiter in den Abteilungen für Versand und Abfertigung mit Waffen mit hoher Feuerkraft auszustatten, die in der Lage sind, Paleheads zu töten. Dadurch wird sichergestellt, dass wir im Notfall die Gefahr schnell eliminieren und sicher evakuieren können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Manager für Versand und Abfertigung, Gabriel Reed. Ja. Und wo sind jetzt diese Waffen? Ja, da kriege ich wahrscheinlich den ersten Teil. Ich hätte da auch gern so eine. Kulturenprobe. Eine Antigenprobe. Die brauche ich definitiv für den Impfstoff. Ja, die brauchen wir. So, ich würde dann einmal zurückgehen und einmal ein bisschen meinen Munitionshaushalt aufstocken. Hat sich da gerade was? Das ist aber nicht wahr, oder? Ist der gerade von da oben gekommen? Schitte. Oh, das Spiel macht mich fertig. So, die könnte ich einmal ablegen. Das könnte ich auch ablegen. Was können wir machen? So, wir machen einmal das, dann schaue ich mal, sortieren wir mal. Ja, das geht. Dann zimmern wir uns da gleich einmal. Okay, das geht. Das haben wir geschafft. Dann brauchen wir noch Pistolenmunition, einmal ganz wichtig. Die legen wir wieder rein. Die legen wir auch derweil einmal wieder rein. Die können wir ja dann immer noch nehmen. Macht man sich noch ein paar Sprengstoffgranaten. Ich glaube, dagegen wäre ich nicht abgeneigt. Ja. So, kann ich noch irgendwas zaubern? Einmal könnte ich noch. Warten wir aber ab. Die Magnum wäre eigentlich da ganz gut geeignet, aber die will ich mir eigentlich für Nemesis aufheben. Na gut, liebe Freunde, eine Antigenprobe haben wir, eine
irgendwas, Probe, fehlt uns noch, die werden wir in der nächsten Folge suchen und dann werden wir den Impfstoff herstellen. Und da hoffe ich auch, dass wir diesen Angriff auf Raccoon City verhindern können, wobei wir wissen, dass wir es nicht spielen und auf jeden Fall, dass uns Nemesis nicht in die Quere kommt. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zusehen, bis zur nächsten Folge. Tschüss mit Ö, ciao mit A, servus mit Vogel V.